Ich wette, Eric will sich rausschleichen. Warte, Red, was ist, wenn das ein Einbrecher ist? Was sollte ein Einbrecher bei uns klauen wollen? Ich habe ein merkwürdiges Geräusch gehört. Großer Gott, bist du nackt? Nein. Ich habe meine Toga an. Da war's schon wieder. Jetzt reicht's, ich hol meinen Schläger. Kitty, beruhige dich. Das ist vermutlich bloß Steven, der versucht, sich rauszuschleichen. Und wenn es nicht ist? Und wenn der Einbrecher Steven gefangen hält? Dann versuchen wir ihn zu überreden, sich Eric auch zu schnappen. Ziehen wir's durch. Sieh ihn dir mal an. Ein Typ mit nacktem Arsch und einem Plastikschläger. Das ist dein Sohn, Kitty. Was für ein Einbrecher kommt denn mitten in der Woche? Hat er etwa keinen Job, der morgen früh auf ihn wartet? Jackie? Was geht hier vor? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Forman, bist du nackt? Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Wie kommst du dazu, in meinem Haus mitten in der Nacht Mädchenbesuch zu empfangen? Und dann auch noch in unserem Keller. Wir lagern da unten unsere Weihnachtsdekoration. Das liebe Jesulein hat euch zugesehen. Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. Was für ein Idiot legt auch Legosteine mitten vor die Tür? Du bist auf mein Raumfahrtzentrum gelatscht? Das Zusammenbauen hat Stunden gedauert. Okay. Also was zum Teufel geht hier in meinem Keller vor? Jackie schläft schon seit ein paar Wochen hier. Ein paar Wochen schon? Das hier ist nicht das Playboy-Paradies, Steven. Hören Sie, hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert? Ein Raumfahrtzentrum wurde zerstört. Würdest du dir freundlicherweise eine verdammte Hose anziehen? Ich pflege hier zu essen. Kurzinfo. Dein schräger Freund schläft splitternackt. Ja, und? Das mache ich auch. Wow, stark! Ich sehe es vor mir und es ist überwältigend. Entschuldigt mich. Ach, übrigens, wo du schon da bist, hier sind meine Legosteine und ein Bild von dem Raumfahrtzentrum. Okay, bau's zusammen. Und ich schwöre dir, wenn die Raumfähre nicht in den Spezialhangar passt, dann werden hier Köpfe rollen. Okay, ich sag euch mal, was ich darüber denke. Oh, alles mal herhören. Mr. Nackt hat eine Meinung. Wir wollen doch alle sehr gern erfahren, was Mr. Nackt zu sagen hat. Du hast das Wort, Mr. Nackt. Es war unwichtig. Tja, er wollte wohl nur über Nacktheit predigen. Was ist denn mit euch bloß los? Nur damit das klar ist, ich schlafe nicht aus irgendeinem perversen Grund nackt, sondern weil ich sonst schwitze. Okay, ich schwitze nicht. Ich bin 17 Jahre alt, ich schlafe neben der Frau, die ich liebe. Da kann viel passieren, okay? Und wenn ich schon nackt bin, dann geht's schneller. Feuer! Feuer! Was soll der Blödsinn? Tja, sieh mal an. Mr. Nackt ist immer noch nackt. Du bist verrückt. Wow. Und das aus dem Mund von Mr. Nackt. Das machen wir jetzt jede Nacht, bis du dir einen Pyjama anziehst. Feuer!